So, und ich würde heute gerne... läuft AOE auf YouTube gut? Es läuft mit am stärksten auf dem YouTube-Gaming-Kanal. Deswegen wäre es jetzt blöd, komplett damit aufzuhören. Ne? Und ich habe auch noch immer Spaß an dem Spiel. Ich gucke auch noch sehr viel Age of Empires. Aber wir machen jetzt quasi mal... so heute eine Runde Daily, würde ich sagen. Und... genau. Heute wollen wir Daily spielen. Habe ich überlegt. So, Daily wurde ja beim letzten Patch sehr stark bearbeitet. Und ich bin nicht so gut mit denen. Das heißt, heute kriegen wir vielleicht eher aufs Maul. Aber ich habe ein bisschen geübt zu Hause, eine Build Order. Und ich würde die gerne heute probieren. So, und das Ziel mit Daily ist, dass wir eben den Bonus, den wir haben, so gut wie möglich ausspielen. Der Bonus ist, dass wir bereits ab der Feudalzeit die heiligen Stätten einnehmen können mit unseren, nicht Mönchen, sondern ich glaube Gelehrte heißen die bei den Dedi. Also sind deren Mönche, die heißen Gelehrte. Und die heiligen Stätten generieren dann sehr viel Gold für uns, auch mehr als bei anderen Völkern. Und mit diesem extra Gold möchten wir zusätzliche Units, Einheiten produzieren. Und wir möchten eben möglichst schnell in die Ritterzeit. Weil in der Ritterzeit werden die Dedi dann besonders stark. Es gibt aber Matchups, wo wir nicht unbedingt schnell in die Ritterzeit können und gezwungen werden, Feudalzeit zu spielen. So, ich werde mal ein paar Maps ausmachen, die nicht gut sind für Dedi. Beziehungsweise, ja, also Felsenbucht möchte ich nicht. Ich würde Sumpfgebiete ausmachen, weil da gibt es Probleme. Aber vielleicht Sumpfgebiete gar nicht so schlimm. Kann man machen. So. Prärie ist scary, aber ist okay. Ich würde vielleicht... mal so angehen. Auf Altai habe ich gerade nicht so Lust. Aus Präferenz. Das ist okay für mich. Machen Felsenbucht und Altai mal kurz aus. So. Ich denke, auf allen anderen kann man Deli. Auf Altai könnte man Deli auch. Nee, eigentlich nicht. Altai ist schon schlecht für Deli. Und Felsenbruch kann man theoretisch machen, aber da gibt es stärkere Wasser. Dedi ist allgemein ein starkes Volk aktuell. Also ich gucke gerade auch Turniere. Ne? Also vor allen Dingen die Golden League. Läuft ja. Jede Woche. Jedes Wochenende. Die Spieler sind natürlich viel besser als ich, aber ich kann da sehen, welche Völker in der Theorie halt sehr, sehr gut sind. Dedi ist so mit oben dabei, aber nicht so richtig stark. Also es gibt gerade ein paar Völker, die sind noch mal deutlich stärker als Deli vom Zuschauen. Die Osmanen und die Chinesen sind sehr, sehr gut. England auch noch immer so top. Deli ist aber auch mit oben dabei, also die sind jetzt kein schlechtes Volk. Deli werden nur halt sehr, sehr stark ab der Ritterzeit. Und in so richtigen Pro-Matches ist es halt so, dass... dass das Spiel meistens in der Feudalzeit entschieden wird. Und da ist Dedi halt nicht ganz so stark wie zum Beispiel die Osmanen oder die Mongolen oder die Engländer oder die Chinesen auch. Ne? Entsprechend ist so ein bisschen das Ziel von Dedi, mit möglichst wenig Schaden in die Ritterzeit zu kommen. Du kannst aber auch selber Feudalzeit all-in gehen. Das würde auch funktionieren. Kannst full committen. Ist aber schwierig, dann gegen eins der anderen besagten Völker wirklich, ja, wirklich stark zu sein, wirklich mitzumachen. Ja? Das ist so meine Einschätzung gerade. Arabien, sehr gute Map für Delhi, würde ich sagen. So, Delhi-Sultanat. Hier geht HF. So, ich bin jetzt überhaupt nicht eingespielt. Ich werde es einfach probieren. Ich habe, wie gesagt, Delhi ein paar Mal geübt, diese Build-Order.
Und das Ziel ist es halt, in die Ritterzeit zu kommen und ja, erstmal bessere Units zur Verfügung zu haben und halt wirklich sehr, sehr viele Upgrades zu holen. Denn bei Dili sind die Upgrades halt for free, die dauern aber sehr lange. Ne? Dili gegen Dili, okay, let's go. Wer ist der bessere Dili-Spieler? Valaya oder meine Wenigkeit? So, schauen wir mal. Also, kurz mal die Build-Order durchgehen. Wir wollen direkt auf Holz. Uns fehlt nämlich zu Beginn ein bisschen Holz. 5 auf Holz, einer baut direkt die Mühle. Ist mein Scout da? So. Direkt nach vorne. Bis viele Schafe kommen. Mein Gold. Hinten. So. Direkt das erste Upgrade andrücken. Oh, ein Haus. Wir haben hier direkt Schubkarre angedrückt. Das Upgrade. Acht auf Bären. Dann gehen wir auf Gold. Ja, ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Holz gesammelt. Also nicht optimal. Entweder hätten wir jetzt 50 Dreck gesammelt oder halt einfach direkt aufgehört, nachdem wir voll gehabt. Voll hatten. Aber nicht so schlimm. So, die Upgrades laufen, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, die kosten alle nichts, die dauern aber lange. Je nachdem, wie viele Scholars oder Gelehrte wir in diesem Gebäude haben, desto schneller researchen unsere Upgrades. So, wir möchten jetzt schnell in die nächste Zeit. Wir spielen gegen Dili. Und auf der Map ist halt Mobilität sehr, sehr wichtig. Deswegen, auch wenn der gegnerische Dili-Spieler wahrscheinlich eher wahrscheinlich eher mit einer Barracks eröffnen wird. Versuchen uns zu verstecken, dass er nicht sieht, dass wir hier waren. Damit er noch den ganzen Weg abläuft und seine Zeit wastet. Sein Scout war gerade hier, der wird jetzt wahrscheinlich nach hier weiterlaufen. Und mal hier, ob wir noch was einsammeln können. So. Wir werden mit Horsemen eröffnen. Auf jeden Fall. So, und wir lassen gleich zwei auf Gold. Machen wir diese Schafe zurück. Und ich spiele den Glaubensdom. Ich glaube, das ist nicht Meta, aber ich habe die Build-Order jetzt so geübt, deswegen spiele ich die so. Auch ein bisschen Holz gerade. So, wir wollen fünf lassen wir auf Bären. Dringend Holz. Und gleich haust. Bauen hier nochmal lang. Wir sehen alle drei heiligen Stätten, um die wird es gleich gehen. Ha, ist jetzt die Frage, wollen wir wirklich auf Horsemen? Im Dili gegen Dili Matchup. Ich habe dieses Matchup kaum gespielt. Ein Haus bauen. Das Upgrade. Ist mit 3 auf Gold. Das ist wahrscheinlich gerade das andere Landmark. Das Haus kommt rechtzeitig. Weil im direkten Fight natürlich jetzt Sperrmänner gut in den heiligen Städten.
Archer. Aber wir sind halt sehr mobil, wenn wir... Er macht den Turm des Sieges. Wir haben günstigere Mönche oder Gelehrte. Er hat mehr Attack Speed auf seinen Archer. Upgrades direkt andrücken. Alle Upgrades. So, wir starten mit dem Stall, wie geplant. Er wird wahrscheinlich Spearman plus Archer spielen. So, brauchen wir Food. Schauen wir mal sein Gebäude. Aktuell noch nichts. So, erst eine Schmiede. Wo ist ein Army-Gebäude? Einen zweiten Mönch. Eine zweite Schmiede. Die machst du hier auf Upgrades. Wie gesagt, sind for free. Doppelschmiede zuerst. Er spielt ohne Army. Was ist das für ein Bild? Upgrades drücken. Er sieht jetzt, dass ich das Landmark habe. Ich würde gerne den Scout jagen. Selber Horseman. Ja, Barracks. Sein Scout. So, wir möchten jetzt die heiligen, also länger an den heiligen Städten sein als er. Ich könnte seinen Scout noch einmal schlagen. Das ein... Wo seine Horsemen sind? Da. Archer. Keine Spearman. Also ich kann einfach weiter Horseman bauen. Also möglichst die heiligen Städten zu halten. Solange er keine Spearman baut, brauche ich einfach nur Horseman. Markt.
Mach keine Spearman. Und ein bisschen. So, wollen seine Reinforcements abfangen? Das war der Harrison. Aber zurück. Mal fighten. Keine Spearman. Spearman kommt von hinten. Lauf einfach weg. Archer. Gott. Jetzt aufpassen. Hoch. Ja, ich habe keine Verbindung. Ich brauche eine Verbindung an die Gebäude, nicht gut gebaut. Raids. Auch ein paar Knights. Ich brauche das Feld hier. Drauf. Einfach einen Stein zu sammeln. Wo Stein? Kann man den Arms pumpen? Archery Rangers in. Stein, Stein, Stein. Er ist noch immer vor Dahlzeit. Wir sind jetzt weit vorne durch den Trade. Wir haben seine Army abgeräumt.
So, was wird das? Ist leer. Muss mein zweites Wild, das muss hier in der Ecke sein. Sie haben meine zweiten. Alter, muss irgendwo der Hirsch sein. Scheiße. Haben wir noch Schafe? Ein paar. Drei Upgrades. Kann ich die Burg bauen? Bitte? Das Upgrade wurde abgebrochen. Die lassen wir fighten. Einzige Problem ist Food. Weil wir. Ich sehe keine. Es muss eigentlich hier noch was geben. Archer Upgrades vergessen, das brauchen wir. So, können direkt noch eine Burg bauen. Vielleicht leider anfangen, Farms zu bauen. Wollen wir eigentlich noch nicht. Oh, er hält das? Okay. Mal Bären zumindest. Krass, sind die weit weggespawnt. So, Speermänner, Men in Arms, wir mixen. Besonders an Delhi ist jetzt, dass wir, sobald das Upgrade durch ist, ist jetzt schon auf Feldern. Ist das? Food? Wir brauchen jetzt Food. Wir brauchen sehr viel Food. Leider unseren zweiten Hirsch nicht gefunden. Ich habe alle Upgrades. Die Besonderheit ist jetzt, dass wir aus unseren Burgen, sobald das Upgrade durch ist. Oh, wir haben die heilige Stätte nicht. Das ist eine Armee. Tradet er? Nee. Sehr schlecht von ihm hier. Die Burg ist durch. Nice. Können wir Villager produzieren aus unseren Fortresses? Jetzt auf Felder. Auch hier gleich eine Castle, keine Fortress. Castle.
Schwer zu reden gerade. Sehr überfordert. Burg ist durch. Sehr gut. Ist das mein zweiter Hirsch? Kann ich sagen, oder? So, das habe ich eingenommen. Okay, 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 okay. Was brauchen wir? Knights. Men in Arms. Oh, sehr gut. Ich habe jetzt mächtig Villager. Und hier. Unser Food Income auf. Hier harassen wir. Und versuche hier das nächste Castle aufzubauen. Die Knights machen einen guten Job. Brauchen Holz. Elefanten. Läuft sehr gut für uns, das Spiel. Oh, jetzt unser zweiter Hirsch. Guck mal. Ganz hier oben. Lel. Oh, das ist nicht gut. Hat es noch nicht gemerkt. Hat es noch nicht gemerkt. Vielleicht kann man durch. Oh, sind durchgekommen, nice. Okay. Sehr gut. Army, 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 Army. Oh, wir haben Man in Arms noch nicht geupgradet. Spearman, meine ich. Oh, was ist hier los? Abgeräumt, nice. Lass uns mehr Ställe enden. So, wir nehmen den jetzt ein. Hier ist noch ein bisschen was. Wir haben wieder Geld für ein Castle. Und weiter Villager. Wie viele haben wir? 90. Sehr gut. GG. Da hat er keine Chance mehr. Also seitdem wir Ritterzeit vor ihm waren, haben wir das Spiel eigentlich dominiert. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nice. War ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich war jetzt echt ein bisschen überfordert, weil so viel zu tun ist mit Delhi. Delhi ist halt eins der schwersten Völker, ne, weil man halt so viel zu tun hat. Man muss darauf achten, dass alle Upgrades immer direkt angedrückt sind, weil jede Sekunde, die du deine Upgrades nicht angedrückt hast, ist halt verschwendete Zeit, weil die nichts kosten. Du musst darauf achten, dass du die heiligen Stätten einnimmst, dass du die Reliquien sammelst, dass du genügend Produktionsgebäude hast, dass du deine Economy gut balanced, dass du deine Nahrung. Ich habe meine Nahrung halt nicht gefunden, ne, weil mein zweiter Hirschpatch und die Bären waren hier ganz oben. Das hat mir sehr viele Probleme gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich halt zu Beginn viel länger als er die heiligen Stätten gehalten. Ich hatte eigentlich fast durchgehend zwei, sogar eine Zeit lang habe ich drei.
Das heißt, ich habe viel mehr Gold gehabt als er. Bin viel schneller in Ritterzeit gekommen, konnte viel schneller dieses Upgrade für Village Fortress, heißt es auf Englisch, andrücken. Sobald das durch ist, kann ich aus meinen Burgen Villager bauen, wie aus einem Dorfzentrum. Dadurch bin ich jetzt schon auf 93 Villager gewesen und habe die komplette Map dominiert, habe allen Stein mir genommen. Ne? Und Stein bedeutet halt einfach auch günstigere Burgen mit dem Gebäude hier, ne? Mit dem Komplex des Verteidigers. Ich kann dann einfach anfangen, Burgen für 600 Stein jeweils zu bauen und gleichzeitig aus diesen Burgen dann wiederum mehr Villager pumpen. Und da ich halt so viel schneller war mit allem und gleichzeitig auch Damage machen konnte mit meinen Raids, hat er halt einfach irgendwann keine Chance mehr gehabt. Ne? Und dann hat er auch seine Hauptarmee einmal hier in meinem Wald sozusagen verloren, ne, wo ich schon eben Men in Arms hatte, wo er gegen nix hatte. Hat er einfach seine komplette Armee weggegeben. Und ich hatte jetzt eben auch so viele Ressourcen, dass ich jetzt in die imperiale Zeit hätte gehen können. Entsprechend, haben wir den wirklich ganz klar dominiert. Und er ist sogar auf ein zweites Dorfzentrum gegangen und auf das andere Landmark. Das ist halt sehr, sehr schlecht, meiner Meinung nach. Village Fortress ist halt ein Must. Das ist das stärkste Upgrade nach dem Patch. Er hat also auch ist einen anderen Weg gegangen. Ich glaube, die Profis spielen aktuell mehr Turm des Sieges. Ich weiß jetzt aber nicht, zum Beispiel, also im Daily gegen Daily Matchup ist halt das Problem, also du hast quasi den Turm des Sieges und der gibt deinen Archer und hat 20% mehr Attack Speed. Aber ja, dein Speermännern halt auch. Eine Infanterie zählen halt auch die Archer zu, auch wenn es komisch klingt. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil ich habe halt mit meinem Gebäude in der zweiten Zeit, mit einem Glaubensdom, bezahle ich statt 130 nur noch 65 Gold mit Gelehrten. Und da es halt darum geht, im Deli gegen Deli möglichst lange die heiligen Stätten zu halten, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Dadurch, dass ich halt auch mit Horsemen eröffnet hat und er auch, ne, Horsemen profitieren halt nicht von dem Bonus. Das heißt, bringt ihm gar nicht so viel. Er hat halt genau das gleiche Problem gehabt mit seinem Food, ne, als halt sehr spät erst gefunden, wie man hier sieht auch. Und konnte es da nicht nutzen. Musste sehr früh auf Felder gehen. Sehr, sehr viel schlecht gelaufen für ihn. Sehr, sehr viel gut gelaufen für mich. Wenn wir mal auf den Village-Account gucken, dann sieht man, hier fängt halt Village Fortress an und er hat, anstatt in schnelle dritte Zeit, hat er anscheinend ein schnelles zweites Dorfzentrum gespielt. Schwer zu sagen, wann er es gebaut hat, das Dorfzentrum. Schnell kann es nicht sein. Ich habe halt immer ein paar Villager verloren. Hier. Hier wahrscheinlich auch. Oder keine gebaut. Ich glaube, das Dorfzentrum hat er später geaddet. Nicht sicher, wann er es gebaut hat. Aber hier sieht man halt Village Fortress, hier fängt es an. Zack, 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 zack. Das ist halt super stark für Ritterzeit. Du hast nicht nur Bogen auf der Map, die eh stark sind, weil Bogen sind halt super nervig. Du kannst nicht gegen Bogen fighten, es sei denn, du hast halt richtig guten Siege und dann dauert es lange. Und die Villager können sich da drin verstecken. Und dann kannst du halt als Daily einfach überall Bogen auf der Karte spammen und überall den Stein sichern und einfach alles mit Bogen zumauern. Einfach super stark.